Oh nein, unsichtbare Spinne. Ah, super. Boah, das war knapp. Ich habe gerade einmal leuchten sehen. Uiuiui. Houston. 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 Nein. Ah, ich brenne. Hilfe. Ah. Hallo. Hallihallö. Ja, vor der Aufnahme haben wir besprochen, dass wir viel Laub brauchen. Und da hat's Riesenbäume. Oh ja. Oh ja. Da gehe ich jetzt einfach mal ein paar welche holen. Toll. Wo hast du mein Werkzeug hingelegt? Du hattest doch meine Sachen einkassiert. Das habe ich noch im Inventar. Ich werf's dir gerade mal raus. Kamelpack, Kamelpack. Oh. So, deine Axt noch. So, ich glaube, das war's jetzt. Ah ne, deine Rohstoffe habe ich auch noch. Hier ein Clay Bucket. Oh. Aber das müsste es jetzt gewesen sein. So, ich schmelze jetzt ein bisschen Eisen, damit ich mir eine neue Schere machen kann. Ich gehe gerade mal nach unserem Wasser gucken. Es wird dunkel. Bett schlafen, geht das? Ja, ich habe glaube ich ein Betthammer und da habe ich noch zwei Strings. Moment. Oh, Spinne, ich höre Spinne, 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 Spinne. Ah ja, hier sind noch Strings. Dann können wir uns noch ein Bett machen. So, drei Wolle. Holz. Wir brauchen ja nur ein Bett noch. Du hast so eins unten. Oder? Ja. So, jetzt. Das heißt, mit einem zusätzlichen drei Wolle, drei Holz brauchst du und noch Wasser, fertig oder? Ist das Bett. Ja, Wasser schadet nie. Einfach her damit. Netter Tausch. Ich fülle gerade noch meinen Camelpack auf. Gut, fertig. Auf geht's. Genau. Dann ab in die Haie. Moin, moin. Morgen. Gehen wir direkt mal kurz rausgucken, was da so liegt. Ja, Moment. Ich höre eine Spinne. Ja, ja, ja. Kann man die Needlegun fertig machen. Sehen tue ich nichts. Oh nein, unsichtbare Spinne. Boah, das war knapp. Super. Ich habe gerade einmal leuchten sehen. Die hat mich ein bisschen erschreckt. So, genau, das Eisen und Schere. Wir brauchen mehr Leaves im Fass. So, Schere, Hammer, zwei Stück. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Oh, noch eine Spinne, Hilfe, Hilfe. Nein, nein, nein. Ah, Glück gehabt. Dein Kamelpack liegt hier. Nee, hab beide im Inventar. Also muss dran sein. Okay. Stimmt, ich wollte es gerade auffüllen. So, jetzt nehmen wir mal die Schere und dann machen wir hier einen kleinen Kahlschlag. Ah, ruckzuck geht einfach das Laub hier weg. Ja, hier oben. Hallo. Hallo, hier oben bin ich. Ach, da oben bist du. Ah, hi. Geht ruckzuck hier. Ja, ja. Ich fäll sie. Ja, aber mach nicht die Bäume unter mir weg, sonst fall ich runter. Jetzt bin ich runtergefallen. Ich weiß nicht. Ja, mach mal den weg. Dann kann ich nämlich da raus und mir die Rest des Laub holen, was da draußen noch liegt. Weil ein paar. Oh, da steht ein Creeper. Creeper, Creeper, Needlegun, komm. Ah, sehr gut. Ich gehe jetzt nochmal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Sieht aber nicht so aus. Boah, bisschen dürftig hier. Da noch ein paar Blätter mitnehmen. Ich glaube, du hast noch unser nicht ins Knochenmehl. Perophium fallen. So, ich mach mal das Laub da rein. Ja, vier Stacks ungefähr. Ist gut. Weitere drei Flaschen Wasser.
Ich leg die mal direkt. Ich baue mal die Wand weiter. Ah, was ich hier noch sagen wollte, genau. Am Anfang vom Spiel ist das Diminishing Returns, also das beim Essen, dass sich das abschwächt, noch nicht aktiviert. Wenn du mit der Maus drauf gehst, steht, dass es anfängt in paar 30 Mahlzeiten. Das heißt, du brauchst jetzt noch nicht darauf zu achten, was du abwechselnd isst, sondern erst wenn diese 30 oder bei mir noch 36 Mahlzeiten durch sind, Okay, das ist erst gut dann. zu wissen. Muss ich mir merken. Gibst du mir gerade das Bonnie? Ja, Moment. Hier. Zack. Oh, dann esse ich dank der Info jetzt erstmal ein paar Äpfel. Oh, mach mir hier gerade mal den Apfelbaum. Fast vom eigenen Dustblock erschlagen worden. So, ein paar Äpfel haben wir. So schlecht. 7 Stück, schön. Und dann führen wir uns, ja, dann führen wir uns die mal zu Gemüte. Ja. Ja, weiter. 3, 2, 1 und fertig. Gut. Also Mauer weiterbauen, weil wir müssen natürlich darauf achten, dass wir uns langsam mal so ein bisschen mobsicher bauen. Können ja nicht immer auf Risiko leben. Hast du schon eine Tür gebaut? Eine Tür? Nein. Kannst du das mal machen, weil sonst müssen wir immer außen rumlaufen oder uns irgendwie drüber bauen über den Dust. Und mit einer Tür ist das natürlich ein bisschen einfacher. So. Ja, jetzt habe ich keinen Dust mehr. Meine Schaufel ist auch kaputt. Eine Holztüre wollte der Herr. Ja, wo denn? Bitte Hä? schön. Wo? Ja, Ach so. renne nicht die ganze Zeit um mich rum, sondern warte. Ah ja, Bitte schön. danke. Dann baue ich die gleich ein. Von außen musste man die platzieren, gell? Von außen, ja. Okay. Gut. Ja, sicher. Machst du da noch das drüber? Einfach über die Türe? Ja, genau. Da fehlt mir jetzt wirklich der Bildausbrand. Meine Güte. Ja, das stimmt, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe mich gerade panisch umgeschaut, dass ich auch ja nicht in irgendwelches Büro umfalle. Ich bin jetzt da ein bisschen. Ja, nach der letzten Folge sollte das nicht schon wieder passieren. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, mal das Essen einsortieren. Einmal Rice Seeds, einmal Rice und eine Spider-Eye haben wir noch für eine Spider-Eye-Soup. Lecker. So, ich muss mein Camelpack nochmal auffüllen. Und zack, zack. Fertig. Wasser ist mittlerweile wirklich das geringere Problem, dank unserem Generator hier. Da haben wir nämlich schon wieder gleich 3 Flaschen. Und voilà, weitere 3 Flaschen. 2 nehme ich mir mal. So, ich habe eben mal ein paar Slabs gemacht. Jetzt werde ich mich mal drum kümmern um die Spinnenabwehr. Eine für den Schrank.
Ja, die Slabs kommen einfach oben dran und durch das, dass die Spinnen direkt an der Wand hochklettern und keinen Überhang klettern können, bleiben die dann unter den Slabs hängen. Und so ist es ganz sinnvoll. Genau. Ja, ich muss meine Schaufel noch reparieren. Brauchst du nur ein bisschen Bone Meal? Was mich schon die ganze Zeit stört, das muss gerade mal. Na, dieser Holzblock, der muss weg. Ja, muss mal gucken, wir haben, glaube ich, innen auch noch mehr Glas. So. Da habe ich mir auch gerade gedacht, weil noch 4 Stück da sind. Ich guck mal nach dem Cobblestone. Och nee, Mann. Au. Oh. Dasselbe wie Es immer. Und vergeht dann komme ich keine nicht mehr aus Folge, dem wo du Wasser nicht raus. brennst. Es ist verflixt hier. Besser im Wasser hängen als im Pyrophium. Ich habe einen Cobblestone. Ja, ein bisschen mehr bräuchten wir schon. Apfelsoße. So, ich guck mal ein bisschen nach dem Essen. Wir müssen dann mal noch ein paar Bones sammeln. Bones, wofür? Ja, für das Stock, damit wir uns genug Suppen und Zeug machen können. Ah, für den Stock, ja, oder? Stock geht doch auch mit den, na gut, Spinnenaugen, die müssen aber auch sammeln, stimmt. Ja, mit Gemüse geht's auch, haben wir aber noch nicht. Gibst du mir gerade mal noch die Schere, bitte? Ja, ich schmeiße die raus. Liegt da. Danke sehr. Ja, passt schon. So, noch ein bisschen Zombie-Chucky gemacht. Dann machen wir noch ein paar Rice-Soups. Und Kohlenhydrate. dann war's das erstmal. Huch, wo kam denn der Baum her? Wir sind hier noch nicht spinnensicher, gell? Ist schön im Kopf behalten. Nicht, dass da irgendwas passiert, was uns überraschen könnte. Es wird langsam dunkel, wir sollten uns wieder in den Keller begeben. Zeit zu kuscheln. Und guten Morgen. Moin. Ich gehe jetzt gleich mal raus und guck, dass ich von den Zombies ein bisschen ja, Drops krieg. Verdammt, ich häng fest. Schnell wieder rein. Hast du noch Bone Meal? Hier ist ungünstig. Ja. Ja, super, weil ich dann kann ich meine Schaufel reparieren. Mal gucken. Hier oder nee, da. Genau der. Der in der Mitte? Nee, ganz rechts. Okay, dann passt's. Schaufel ein. Das da. Hä? Warum? Ach so, ich muss den nochmal reinlegen. Das geht auch nicht. Okay, und repariert. Sehr schön. Dann gehe ich jetzt nochmal nach den Drops gucken. Mach erstmal hier ein bisschen Platz, damit man da schnell raus kann.
Oh, Mini-Zombie. 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 Geht tot. Ja, ist sehr schön. Einen Schreck verpasst. Ja, so ein klein wenig schon. Die sind nämlich immer so flink. Die rennen so flott. Ein bisschen Beef. Zombie-Jerky habe ich. Zombie-Fleisch, aber keine. Ah, doch, ein Knochen. Endlich. Und noch ein bisschen Zombie-Fleisch. Au, Spinne. Mini-Spinne, Mini-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 Spinne. Mach sie tot, mach sie tot, mach sie tot. Nicht, dass du schon wieder drauf gehst. Nee, 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 nee. Bones. Ich doch nicht. Aber gut, dass du mich daran erinnerst. Ich könnte mal meinen Klon züchten. Na, Zombie bei uns in der Basis. Wie kommt der da hin? Ja. Ich habe mich schon. Der hat auch gerade irgendwie 5 Sekunden lang nichts gemacht, sonst wäre ich tot. Gut, dass er geschlafen hat. Meine Güte. Ein bisschen Glück musst du ja auch mal haben. So zur Abwechslung. Wenn der mich jetzt erwischt hätte, dann wäre ich hier für den Comic Relief offenbar zuständig, habe ich das Gefühl. Es ist. Ich guck mal nach Merdast. Ja, wäre sinnvoll. Da mache ich mir erst ein paar Slabs, weil ich will da ja eine kleine Plattform Ich bauen, nehme mal. unter der ich dann eben den Dast wegmache. Dann brauche ich noch ein paar Leitern. Wie gehen Leitern nochmal? Müssen auch mit Sticks. Mit. Ja, ganz normal. 7 Sticks. Na ja, gut. Hab gerade auch schon rausgefunden. So, machen wir noch ein paar. Bisschen verpeilt. Zink, zink. Einmal noch. So, und fertig. 30 Stück, das müsste reichen. Das sind wir 30 tief. Dann gehen wir mal schnell raus. Wir gehen ein bisschen weg von unserer eigentlichen Base. Und dann platzieren wir einfach mal die Planken. Also nicht die Planken, sind ja Slabs. Nicht, dass ich hier Fehlinformationen streue. So. Aber Plattform haben wir. Jetzt müssen wir an einem Punkt nach unten graben. Und natürlich nicht vergessen, die Leitern zu setzen. Weil wenn ich zu tief bin und keine Leiter mehr habe, dann habe ich ein Problem. So, tak, 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 tak. Ich muss was essen. Ja. Spinnenaugen super lecker. Na, guten Appetit aber mal hier. So, ich brauche noch ein paar Blöcke hier tiefer. Platzieren wir noch mal Leiter, nicht dass wir schon zu tief sind. Naja, drei Blöcke können wir noch runter. Gut. So. Sehr gut. Ja. Keine Fackeln dabei. Da. Ja, dann muss ich wohl nochmal hier die lange Leiter nach oben und gucken, dass ich welche von zu Hause hole. Oh Gott, sorry. Ich baue jetzt erstmal hier noch ein bisschen Dust ab. Damit wir hier auch besser zur Tür rauskommen, weil das war vorhin eigentlich komplett blöd gebaut von mir. Was brennt da? Nein, 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 nein. Oh nein. Warum? Wie ging das denn? Ich habe im Stein festgesteckt. Oh nein, das ist ja ärgerlich. Schon wieder. Also du hältst wirklich deine Serie. Deine Kobbelgeneratoren. Deine Kobbelgeneratoren. Jetzt verstehe ich, warum du da mit denen immer Probleme hast. Ich bin halt ein Noob und check's einfach nicht. Ist halt so. Kann man nichts machen.
Absolut. Das wird jetzt irgendwie der Running Gag. Ich muss jetzt einmal die Folge sterben. Fände ich nicht so cool. Muss ich die ganze Zeit immer wieder entbannen und so ein Mox? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging das letzte Mal. Drei Flaschen Wasser habe ich im Regal und im Fass müssten mittlerweile, ach, im Fass, im Kessel müssten nochmal ein oder zwei sein. Ja, ich hab genug. Mein Camelpack ist voll. Ja, kann noch ein bisschen was essen. Du bist ja tot. Und ja. Dann ist ja alles gut so und so wie es sein soll, weil ja, scheint ja wirklich so zu sein, dass es so ist. Dann war's das von der heutigen Folge Minecraft. Crash Landing, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Bye.